Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum 8. Spieltag der Bundesliga 2015-2016. Wen haben wir denn hier? Wer ist denn das? Guckt euch den mal an, genau das wäre sie gewesen. Wer ist denn das? Ein hässlicher Bremer. Wir alle kennen ihn unter dem Synonym Daango. Und genau, das ist quasi die generelle Grundstimmung hier. Wir sind gerade am Kröpke, werden uns jetzt irgendwas zu essen holen. Ihr Döner ist auch geil, der soll richtig gut schmecken. Hier! Ja, der Plan ist jetzt, dass wir jetzt noch was snacken, dass wir so ein kleines Abo treffen. Hier, bleibt doch mal stehen, Mensch. Immer mit der Ruhe. Und wir gehen dann so in eine Stunde oder sowas zum Stadion. Und da sehen wir uns dann später wieder. Und wenn er hier da ist, ja, dann kann das heute eigentlich nur funktionieren. Bis oben. Bis später.
Freunde, mittlerweile ist es Montag, das heißt, es ist bereits 2 Tage her, dass das Spiel stattgefunden hat. Ich habe einfach noch nicht geschafft, das Video zu schneiden, beziehungsweise meinen Schlusskommentar aufzunehmen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal im Nachhinein. 3 Punkte gegen Bremen, die ersten 3 Punkte der Saison. 1 Punkt mehr, also quasi 133% von dem, was wir bisher geholt haben in dieser Saison. Und das im Nordderby, wovor ich immer wieder Angst habe, weil Bremen einfach Hannover nicht liegt. Das war noch nie so und das wird auch nie so sein. Bremen hat sehr, sehr stark gespielt, aber vorne einfach auch Unvermögen und wir hatten Zieler. Dementsprechend war der Sieg, geht in Ordnung, sage ich mal, weil Hannover auch wirklich nicht schlecht gespielt hat. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Das Wichtige ist, man ist über Kampf und über vernünftiges, taktisches Spiel in dieses Spiel quasi reingekommen und hat es für sich entscheiden können. Und das kann man mitnehmen. Köln wird sehr schwer werden übernächste Woche. Es ist Länderspielpause, vielleicht hilft das nochmal weiter mit Martin Bader jetzt als neuem Geschäftsführer ist er, glaube ich, nur, ne? Irgendwie sowas. Das könnte auf jeden Fall nochmal weiterhelfen, aber dann kommt Köln. Und wie gesagt, Köln 3-0 gegen Schalke allgemein sehr stark in die Saison gekommen. Mit einem guten Knips da vorne drin, mit Modest, den ich persönlich nicht mag. Mit einem Bittencourt, den ich auch nicht mag. Aber die sind halt nun mal sehr gefährlich und sehr gut und dementsprechend muss man da aufpassen. Die haben lange nicht mehr zu Hause verloren. Und da müssen wir jetzt irgendwie anknüpfen an die Leistung gegen Bremen. Defensiv stabil stehen und dann eventuell einen Konter setzen. Das reicht ja schon gegen den Tabellenfünften. Momentan ist das keine Schande, irgendwie dreckig zu gewinnen und allgemein können wir nicht dazu ja quasi übergehen, jetzt unbedingt schönen Fußball sehen zu wollen. Nein, wir brauchen Punkte. Das heißt, wir müssen effektiv und dreckig spielen und ich denke mal, das geht und ich hoffe, dass unter anderem Ben Schopp wieder fit ist bis zum Spiel gegen Köln. Der wird Ende der Woche jetzt mit seinem Muskelfaserriss zurückerwartet und auch, dass Erdin mal seine Gelegenheit bekommt in der Startformation. Sobek hat nicht mehr so überzeugt die letzten Spiele. Erdin nach seiner Einwechslung gegen Bremen sehr stark gewesen, hat auch eine schöne Chance gehabt, aber mal gesehen, was der kann. Ich habe ja gesagt, der braucht einfach nur mal Spielpraxis, wenn wir nicht zurückliegen, beziehungsweise muss irgendwie mal reinkommen, wenn er gerade ein bisschen Platz hat, wenn er sich ein bisschen einfinden kann, dann läuft das. Und ich denke mal, bei Benchop ist es genauso. Ich bin sehr gespannt, wann Bech zurückkommt, ob Bech zurückkommt und so weiter und so fort. Aber in den nächsten Wochen kommen an sich sehr viele Spieler quasi noch mal neu rein in die Mannschaft. Hoffmann, der hoffentlich demnächst zurückkehren wird. Ich bin gespannt, was passieren wird, aber wichtig ist, dass wir jetzt die Leistung so fortsetzen. Für Bremen kann ich sagen, ja, 4 Spiele in Folge verloren, da muss jetzt wieder ein bisschen Besserung kommen. Sie haben ja nicht schlecht gespielt, so ist es ja nicht. Allerdings muss da jetzt irgendwie mal wieder ein Erfolgserlebnis her, damit es nicht läuft wie in der letzten Saison, beziehungsweise damit es nicht wieder in diese Richtung geht, Richtung Tabellenkeller, denn da gehört Bremen eigentlich definitiv nicht in. Grüße speziell nochmal an den Danbo und natürlich auch an den Ron, beziehungsweise an den Schuldner. Derjenige weiß, wer gemeint ist, wenn er das Video sieht. Und wir, würde ich dann sagen, sehen uns beim nächsten Vlog wieder, beziehungsweise beim nächsten Video. Ich fahre ja nach Köln, von daher werdet ihr von da auf jeden Fall ein bisschen was um das Spiel herum sehen. Ob das Ganze so geht mit Content und so weiter wegen Bundesliga, ich weiß es nicht. Ansonsten werde ich diesen Vlog auch nochmal neu schneiden und dann seht ihr halt ein bisschen was um das Spiel rum. Habe ja das Tor aufgenommen, keine Ahnung, ob die Bundesliga das wieder nicht gerne sieht. Aber wir werden schauen. Ich will mal auch sehen, wie es beim Danbo ist. Der hat ja auch einen Vlog hochgeladen, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, haut rein und ciao.